Heute möchte ich mal über Nanatsu no Taizai, Fundo no Shinpan, Folge 14 sprechen. Viel Spaß! Du solltest lieber liken und den Kanal abonnieren, sonst... Sonst was? Hä? Das ist die Sünde des Hochmuts. Wo fange ich an? Erstmal möchte ich das Opening mal loben. Das gibt mir wieder richtiges Staffel 1 Vibes. Obwohl das Ending von Reona natürlich auch Hammer war. Die Animation hat sich leider nicht mehr verbessert und ist immer noch grottenschlecht. Leider. Aber die Synchronsprecher reißen einiges raus. Ich glaube, das war die emotionalste Folge von The Seven Deadly Sins, die es bisher gab. Außer das mit Meliodas Tod, okay. Auf jeden Fall gab es viele gute Momente in dieser Folge. Meliodas wollte es wieder verheimlichen, dass er in die Dämonenwelt zurückgeht. Doch diesmal haben es alle bemerkt und offen darüber geredet. Kommen wir zu den Jungs erstmal. Alle pissen, außer Gozer. Er schaut nur zu. What the fuck? War schon witzig. Und dann kommt es zum Thema, ob Meliodas vorhatte, mit Elisabeth darüber zu reden. Und ja, hatte er. Aber er kann mit der Reaktion nicht leben und deswegen hat er es nicht gemacht. Hawk bezeichnet ihn als Idiot. Aber unser Hawk ist ja noch nie auf den Mund gefallen. Unsere Mädchengruppe kommt auch zum Thema und Elisabeth sagt, dass sie ihn nicht aufhalten möchte, was mich als Zuschauer in dem Moment traurig macht. Was mich aber noch trauriger macht, ist Diane. Sie ist so emotional, denn sie möchte nicht, dass Meliodas alle verlässt und schon gar nicht, dass er ohne Elisabeth leben soll. Sie bezeichnet Elisabeth als herzlos. Springen wir zu einer Feier in Königreich Liones. Da möchte der König, dass Meliodas und Elisabeth heiraten und den Thron übernehmen. Und da platzt die Bombe, denn Elisabeth hat beschlossen, mit Meliodas in die Dämonenwelt zu gehen. Damit bekommen wir noch ein Gespräch von Elaine und Elisabeth. Elaine versteht Elisabeth und ist glücklich, dass sie sich so entscheidet und sagt, dass sie immer Freunde bleiben werden. Jetzt bekommen wir nochmal ein Gespräch zwischen den Seven Deadly Sins und auch, wie Meliodas fühlt. Er gibt sich die Schuld für alles. Er sagt, dass er 3000 Jahre seine egoistischen Ziele verfolgte. Er wollte nur, dass der Fluch gebrochen wird. Doch Merlin sagt, dass er genug Leben gerettet hat. Und jeder hier wäre ihm dankbar. Er bedankt sich bei allen. Dann wurde er gefragt, was er in dieser Welt vermissen würde. Meliodas antwortet, er würde gern sein Kind gegen Bans Kind kämpfen lassen. Dabei gab es eine gute Reaktion von King und Diane. Zum Schluss nehmen wir Abschied. Und scheiße, Mann. Was ist das für ein Cliffhanger? Was ist mit Elisabeth passiert? Ist sie tot? Ich fand die Folge 14 wirklich gut. Und mir ist echt was ins Auge geflogen. So viele tolle emotionale Momente zwischen den Charakteren. Und zum Schluss so ein Kracher. Ich stelle mir nur mal vor, wie es mit der Qualität von Season 1 und 2 gewesen wäre. Holy shit. Wie findet ihr die Folge? Schaut ihr eigentlich noch oder ist der Anime seit Season 3 gestorben? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, liken, nichts mehr verpassen, abonnieren,